Hinter den Vorhängen auf meinen Vorlesungen sind immer Überraschungen versteckt. Die erste Überraschung ist ein dreidimensionaler Zahn. Es gibt ja Atlanten, die dreidimensionale Zähne zeigen, aber das sind keine echten Zähne, sondern digitale Zähne. Den Zahn habe ich selber fotografiert und da meine ich auch wirklich ein Foto. Meine Frau hat mich für verrückt erklärt, weil es sind 360 einzelne Fotos, die zu einem Video zusammengesetzt sind, weil ich wollte, dass es auch besonders schön beleuchtet ist. Aber der Grund, warum ich Ihnen diesen Zahn zeige, ist, dass die Anatomie in der Endodontie immer eine Herausforderung ist und dass Zähne, die einfach aussehen, häufig nicht einfach sind. Und je mehr man über Endodontie weiß, je mehr man mit dem Mikroskop behandelt, je mehr man einen genauen Blick auf Röntgenbilder hat und je mehr man auch dreidimensionale Röntgenbilder anfertigt, umso mehr sieht man, wie groß die Herausforderung tatsächlich ist. Bei dem Bild sind eigentlich alle Wurzeln einfach, wenn man sie von einer bestimmten Seite betrachtet. Wenn der Zahn sich vor ihren Augen so dreht, dann ist irgendwann immer eine Wurzel ganz kerzengerade und irgendwann ist sie auch mal relativ krumm. Und da sollten wir immer dran denken, wenn wir Röntgenbilder uns anschauen. Das sind entsprechend nur Schattenbilder und die täuschen ein. Und das kann dann manchmal die erste Falle sein, über die man stolpert, weil man denkt, der untere erste Molar, der hat doch ganz gerade Wurzeln, da kann ich gleich meine Nickel-Titan-Pfeile auf Arbeitslänge bringen. Und dann hat man den ersten Schiffbruch erlitten, weil man entsprechend dort eine Krümmung hatte, die man nicht gesehen hat im Röntgenbild. Okay. Das Schöne an der Endodontie ist, dass man immer ein Bild von der Arbeit hat. Man hat immer eine Abschlussaufnahme. Und was mich immer beeindruckt ist, wenn man ein endodontisches Ergebnis hat, wo man sieht, da ist mit der Anatomie gearbeitet worden. Ich möchte, dass, wenn jemand sich die Bilder anschaut von der endodontischen Therapie, dass er sieht, wie viel Zeit, wie viel Hingabe und wie viel Überlegung in den Fall reingeflossen ist. Und dann hat man auch ein gutes klinisches Ergebnis in der Regel.